Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ja, LS19, wieder von Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Felder hier soweit ready gemacht. Die sind auch soweit ausgesät. Wir haben hier Mais gelegt. Das Feld ist soweit noch, liegt noch brach. Dieses Feld hier wächst natürlich nach. Da haben wir durchwachsene Silphi drauf. Vielen lieben Dank nochmal für den ganzen Tipp. Und in der heutigen Folge werden wir uns mal wieder ein bisschen um die Tiere kümmern. Denn neuer Tag, wir müssen uns um die Tiere kümmern. Wir starten mal den Hobel hier. Und werden einmal noch kurz den Hahn hier aufdrehen. Und werden dann gleich die Tiere mit Wasser versorgen. Das ist heute unsere Aufgabe hier in der Folge. Ein bisschen vielleicht uns noch um die Hühner kümmern oder um die Schweine. Schauen wir einfach mal. Ich mache mal den kleinen Wagen hier voll. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare unter den letzten Folgen. Gestern kam auch wieder eine neue Folge LS19 Challengers. Da geht es auch in der kommenden Woche am Sonntag wieder weiter. Und in dieser Woche auf jeden Fall wieder richtig, richtig pickepacke voll. Viele tolle Let's Plays und natürlich jede Menge Livestreams. Ne? Wir sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag unterwegs, live auf Twitch. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach Glocke aktivieren, auch bei Twitch, und dann bekommt ihr da natürlich die passende Info. So, wir sind hier fertig und werden jetzt hier erstmal den Schlauch wieder platzieren. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. So, tippitoppi. Und steigen dann in unser Fahrzeug ein und werden jetzt hier einfach mal die ganzen verschiedenen Wasserplätze abfahren, wo wir auch Wasser benötigen. Nämlich die Tiere brauchen immer Wasser. Auf den Weiden, bei den Kuhställen natürlich nicht mehr, auch nicht bei der Schweinezucht. Das wurde ja irgendwann mal geändert. Und ansonsten diese Woche wieder Hof Bergmann, Bella Italia und viele, viele weitere Let's Plays, wie ihr es auch schon kennt. Und dann werden wir jetzt hier einfach mal eine Runde weiterfahren. Fahren jetzt erstmal hier zu den Kühen rüber. Hier auf der kleinen Kuhweide A. So. Sind hier mit dem kleinen MAN unterwegs und es ist nicht mehr lange bis zum Release des LS22. Der erscheint ja am 22. November und da freue ich mich persönlich auch schon drauf. Da gibt es viele tolle neue Projekte und natürlich auch viele Dinge, die jetzt nach und nach mit reinkommen. Ne, direkt schon zum Start vom LS, wie Produktion, ne, wie neue Fruchtsorten, wie neue Maschinen und so weiter und so fort. Neue Sounds, was auf jeden Fall auch sehr, sehr cool ist. Jetzt werden wir hier erstmal die Tiere soweit versorgen am frühen Morgen. So. Und fahren jetzt mal weiter zu den jeweiligen Schafen. Die brauchen nämlich auch noch Wasser. Genau wie unsere dementsprechenden Pferde. Das heißt, hier geht es natürlich weiter Schlag auf Schlag mit jede Menge zu tun auf der Hof Bergmann. Ne? Natürlich geht es in den Streams auch weiter. Ne? Viele verwechseln immer diesen Spielstand hier mit dem, den ich halt in den Streams spiele. Das sind zwei verschiedene Spielstände. Wir fahren mal kurz rüber zu den Pferden, bevor wir dann gleich hier zu den Schafen und zu den Ziegen hochfahren werden. Und wir müssen natürlich auch noch auf der großen Kuhweide vorbeischauen. Nämlich da brauchen wir auch noch ein bisschen Wasser. So, den Pferden geht's gut, ne? Die nähern sich dann bald wieder dem Verkaufswert. Viele denken immer, dass es auch 50.000 ist. Nein, auf der Hof Bergmann ist es weniger. Nämlich da haben wir nur 15.000 pro Pferd, was wir bekommen. Und wenn ihr mit Season spielt, da pachtet ihr die Pferde nur. Die gehören euch quasi nicht. Und ihr bekommt dann pro Tag Geld dafür. Ne? Das vielleicht auch nochmal kurz zur Erklärung, weil es da auch immer wieder Fragen gibt. So, das Pferd läuft jetzt einfach mal wieder durch. Durch den Traktor. Ist einfach so. Cool. So, dann fahren wir mal weiter. Einmal rüber zu den Schafen. Und werden die dann jetzt gleich auch nochmal mit Wasser versorgen. Dann geht es hoch zu den Ziegen, bevor wir dann noch zu der Kuhweide B fahren. Die ist ein bisschen größer. Ihr seht schon hier, die durchwachsene Silphi, die wächst schon wieder. Ich muss einfach nur düngen. Bis zu dreimal geht das Ganze. Und dann müsst ihr das Ganze neu aussehen. Ne? Vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp dafür. Das werden wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge machen, dass wir das Feld noch einmal düngen werden. Aber zu tun haben wir auf jeden Fall genug hier. Und es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei den ganzen Dingen, die wir hier machen. Sehr schön. Fahren wir mal ran. Tipptopp. So, einmal rückwärts ran hier. Und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Futter auch noch reinbringen. Ne? Jetzt kommt wieder hier meine Spezialdisziplin, und zwar Drehschemel fahren. Ne? Ihr wisst ja, ich fahre sehr gerne Drehschemel. Nicht,
Aber mit ein bisschen Übung, ich weiß, man kann das auch vorne anhängen und so weiter, geht das schon ganz gut vonstatten. Mit Lenkrad ist es natürlich besser. Mal mehr, manchmal weniger. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ne? Wie man damit so klarkommt. So, wir müssen mal ein bisschen einlenken. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier gleich hier nochmal so ein Stückchen zurückfahren. Ah, komm. Ich hätte vielleicht einen anderen Radius einschlagen sollen. Aber guck mal, da haben wir den Wasserträger direkt erwischt. Ging relativ fix im Vergleich zu den vorherigen Folgen. So, Schafe sind versorgt, Pferde sind versorgt. Die Kühe an der Kuhweide A. Bedeutet, wir fahren jetzt nochmal rüber zu den Ziegen. Bevor wir dann gleich zu Kuhweide B fahren. Die ist ein bisschen weiter außerhalb, kennt ihr ja schon. Und ja, da geht es auf jeden Fall auch weiter hier in dieser Woche. Ne? Wie gesagt, jede Menge Streams. Ne? Hof Bergmann werden wir jede Menge streamen. Am Mittwoch und am Freitag werden wir andere Spiele spielen. Mittwoch geht schon um 14 Uhr los, ansonsten um 19 Uhr. Und am Sonntag gibt es einen Special Stream ab 17 Uhr. Ne? Hatte ich nochmal ein Community Hub hier auf YouTube geschrieben, auf Insta, im Discord bei uns und ja, auf allen Kanälen, Twitter glaube ich auch, wo ihr das Ganze dann nachvollziehen könnt. Ne? Oder ihr guckt halt einfach in den Streamplan rein, sodass ihr da dann auch die jeweiligen Infos dafür bekommt. Sehr schön. Fahren wir mal rüber. Ist ein kleines Stück bis da oben. Um 8 Uhr macht auch wieder die Ölmühle auf. Da müssen wir auf jeden Fall noch Pflanzenöl besorgen für die Biodieselproduktion. Mal gucken, vielleicht werden wir das zu Beginn der nächsten Folge machen oder halt auch in einer der ja, späteren Folgen hier. So, fahren wir da einmal rum. Zack, zack. Und da geht's wieder weiter. Jetzt sind wir natürlich auf der Straße, da sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Aber der kleine MAN hier, alle Mods natürlich wie immer in der Videobeschreibung, in der dementsprechenden Modliste, könnt ihr euch natürlich dann auch runterladen. So. Sehr schön. Da sind wir gleich oben angekommen. Ziegenmilch haben wir noch nicht so viel, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ansonsten müssen wir uns, glaube ich, auch wieder ein bisschen um die Hühner kümmern. Das können wir vielleicht auch gleich noch zum Abschluss der Folge machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wasser wir für die Kühe auf der größeren Kuhweide benötigen. Deswegen ja, schauen wir da einfach mal ein bisschen rein. Wenn es dann soweit ist, kann auch sein, dass wir den kleinen Wassertank hier nochmal voll machen müssen. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja jede Menge Zeit hier und ja, apropos Zeit, viele fragen auch immer, wie geht's weiter, wenn der LS22 erscheint. Wird dann das Projekt hier enden? Ja, es wird dann erstmal enden. Da wird es dann nochmal eine Special-Folge geben, die werde ich dann vorab ein bisschen aufnehmen, sodass ich auch ein bisschen Luft habe, um halt, ja, neue Projekte zu starten. Welche neuen Projekte es sein werden, auch welche Livestream-Projekte oder Multiplayer-Projekte im LS22 kommen werden, lasst euch einfach überraschen. Da wird es auf jeden Fall einiges geben. Was auf jeden Fall zurückkommen wird, was ich auch schon soweit sagen kann, ist, dass der Feldversuch auf jeden Fall, der DFV, zurückkehren wird mit dem lieben Werner, dem Randy, dem Mario, meiner Wenigkeit und vielleicht noch dem einen oder anderen. Mal sehen, wer da sich dann, ja, dann alles beteiligen wird. Wir sind gerade so ein bisschen am Gucken, ne, was wir machen und sind natürlich auch ein bisschen abhängig davon, ja, was zu Beginn des LS22 mit alles direkt am Start ist. Mods werden wir natürlich am Anfang wie immer bei jedem LS nicht haben. Und wenn ihr sagt, yo, LS22 will ich sowieso kaufen und ihr möchtet auch gleichzeitig den Kanal unterstützen, schaut gerne in die Videobeschreibung, habt den passenden Link dazu. Und wenn euch die Folgen hier immer gefallen, lasst gerne auch ein Däumchen da. So, mal gucken hier. Wasser, Ziegen. Sehr schön. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. So. Und fahren jetzt mal rüber zu der Kuhweide, ne? Da geht's halt auf jeden Fall auch schon mal wieder weiter. Und jetzt haben wir noch 5000 Liter drin. Ich denke, dass diese 5000 Liter nicht ausreichen werden für die Kuhweide B, weil da natürlich schon einige Tiere mit drauf sind. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Das heißt, heute wieder ein bisschen Versorgungsfolge mit den jeweiligen Tieren. Vielleicht noch ein bisschen, dass wir uns um die Hühner kümmern. Oder das machen wir vielleicht zur nächsten Folge. Dann müssen wir auf jeden Fall noch Flüssigdünger ausbringen auf dem durchwachsenen Silphi-Feld, was jetzt auch schon wieder so langsam nachwächst. Und das Feld daneben ist noch weiterhin am Wachsen.
Das werden wir natürlich dann auch noch weiter häckseln. Und wir müssen auch unseren Traktor hier mal wieder tanken. Ne? Ihr seht schon, der ist ja nur noch zur Hälfte voll. Reicht jetzt erstmal noch. Aber bevor ich es vergesse und irgendwann mal liegen bleibe, ich glaube, das hatte ich in irgendeiner Folge, glaube ich, mal auf der Wildbachtal, hatte ich mich gewundert, warum auf einmal der Drescher ausging. Ja, der war halt leer, ne? Das passiert also auch schon mal im Eifer des Gefechts. Ansonsten, ja, strahlender Sonnenschein hier. Und ja, bald öffnen auch wieder die ganzen Händler und so weiter. Ich habe auch ein paar Kälber schon rübergefahren zum Viehhändler, damit wir die verkaufen können, weil wir haben nämlich gar keinen Platz mehr in unseren Kälberboxen. Wir haben beim Kuhstall alles mit Jungbullen und mit den Milchkühen voll, also die Kälber in die jeweiligen Boxen gepackt, und auch bei der Bullenzucht ist alles voll. Das heißt, wir können die Kälber dann auch verkaufen, weil ja kein Platz mehr, ne? Das geht hier einfach sehr, sehr schnell. So, jetzt fahren wir da einmal rüber. Da können wir gleich den schönen Zwischenweg nehmen. Neben Feld 12. Da habt ihr auch schon viele Tipps geschrieben. Und bevor dieses Let's Play hier endet, im 19er. Und ja, werden wir auf jeden Fall hier noch eine Spezialfolge machen. Was wir da machen werden, ich weiß es schon. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall abenteuerlich werden. Und ja, es wird spektakulär werden. Zum Ende des LS19 dann. Und ja, da geht es dann mit noch ein paar Projekten weiter im LS22. Wie gesagt, welches sein werden und so weiter. Am Anfang ist man natürlich sehr beschränkt, ne? Was die Kartenauswahl angeht. Aber ich denke, dass wir auf kurz oder lang natürlich auch viele, viele tolle Modmaps wieder haben werden. Und auch viele Fahrzeuge, die ja ohnehin jetzt schon mit dabei sind. Wir haben auch viele Youngtimer mittlerweile im 22er vorhanden, im C-Tor, auch John Deere und auch viele ältere Geräte oder auch Fahrzeuge. Da bin ich dann auf jeden Fall auch mal gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schön werden. Ich freue mich drauf und so langsam ist der Hype da. Schon seit längerem jetzt mittlerweile, aber so langsam möchte man dann auch mal wirklich loslegen. Und ihr schreibt es ja auch immer in den Streams oder im Chat, dass ihr es auch kaum erwarten könnt, mit dem neuen LS loszulegen. Und dem kann ich dann nur zustimmen. Also es wird wirklich großartig. Ich freue mich. Sehr gut. So, hier haben wir auch nochmal durchwachsene Silphi, ne, wenn sie fertig ist. Auf der rechten Seite. Das Feld gehört uns leider nicht. Feld 10. Wir haben jetzt 51.000 Euronen auf dem Konto. Ich habe ein bisschen noch was verkauft zwischen den Folgen. Deswegen der Kontostand ein bisschen abweichend. Und jetzt fahren wir einfach mal hier rüber zu der Kuhweide. Müssen wir jetzt hier noch einmal langfahren. Und dann versorgen wir dort die Tiere natürlich auch noch. Da müssen wir auch noch ein bisschen ein paar Ballen, also Mischrationsballen, wieder hinbringen. Man kann es natürlich mittlerweile auch lose hinfahren, ne, mit der Schaufel oder wie man es halt gerne haben möchte. So, sind wir gleich angekommen. Und damit ihr hier die jeweiligen Tiere auch melken könnt, hier auf den Kuhweiden, da braucht ihr halt den mobilen Melkstand. Ne? Da hatte ich auch schon viele Folgen zu gemacht. Viele haben auch immer Fragen bezüglich der Hof Bergmann. Schaut euch bitte die PDF immer dazu an. Die ist schon sehr, sehr ausführlich. Oder schaut halt in der Playlist. Da gibt es ja jetzt über 380 Folgen. Ich weiß gar nicht. 370. Ich glaube, da sind wir jetzt ungefähr. Und da findet ihr auch schon viele, viele Fragen auf eure Antworten. So, da sind wir angekommen. Ah ja, guck mal, hier müssen wir auf jeden Fall Futter noch hinbringen. Da vorne haben wir den. Haben die Wasserversorgung. Und auch noch ein paar Ballen rumliegen. Da könnten wir eigentlich gleich nochmal hier ranfahren, wenn das jetzt nicht ausreicht, mit dem Kramer. Mal gucken, ob das Wasser ausreicht. Hier auf der Kuhweide. Ne, es wird nicht ausreichen, denke ich. Ne, da müssen wir gleich nochmal wiederkommen. Sind echt durstig, die Tiere hier. Wir haben auch schon einige Tiere da. Wir werden immer mal wieder ein paar wegbringen. Oder entweder zum Schlachter oder zum Metzger, je nachdem. Und dann fahren wir jetzt einfach mal wieder raus und besorgen uns gleich nochmal den Kramer. Nämlich, wir haben dann noch drei Ballen rumliegen. Die können wir dann ohne weiteres noch dann auch dafür nutzen, um die Tiere so ein bisschen zu versorgen. Ein paar Ballen habe ich, meine ich, auch noch beim
bei unserem Silo hier am Hof. Da gibt es ja dieses Mischrationslager. Ich meine, da müssten auch noch 2-3 Stück da sein. Gegebenenfalls nehme ich gleich noch einen mit. Und damit wir die Tiere auch noch weiter versorgen können bei den Schafen und so weiter. Da ist, glaube ich, schon alles ready. Ansonsten müssen wir im Kuhstall auch nochmal vorbeischauen. Da habe ich, glaube ich, schon ein bisschen Stroh reingepackt, genau wie bei den Schafen. Ich mache ja ab und an so ein paar Dinge immer so zwischen den Folgen. Und Wasser bekommt ihr halt immer entweder dort bei dem Wasserhahn, ne, oder direkt bei dem Brunnen. Das kostet dann natürlich. Da müsst ihr halt ein bisschen drauf aufpassen. Wenn ihr halt das Manura-System nutzt, müsst ihr halt die Pumprichtung mit Y ändern. Und dann die ganzen Hähne verbinden. Ich zeige euch das gleich nochmal, damit ihr das dann auch nutzen könnt. Sehr schön. Ja, den Tieren geht es soweit gut. Ne? Bestes Wetter hier. So, fahren wir da mal rum. Dann einmal hier vorbei. Ich habe auch die ganzen Fahrzeuge wieder zurück zum Hof gefahren. Habe die mal ein bisschen sauber gemacht, repariert und so weiter. Sehr schön. Fahren wir hier mal ran. Jetzt müssen wir hier rückwärts ranfahren. Da ist nämlich hier der Anschluss für den Schlauch. Jetzt gibt es wieder Drehschemel-Action. Oh Gott. So, fahren wir nochmal ein Stückchen weiter raus hier. Versuche ich mal so ein bisschen gerade ranzufahren, ein bisschen einzulenken. Mit Lenkrad ist es auf jeden Fall einfacher. Wenn ihr das vorne dran koppelt, ist es noch einfacher. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir hier so einigermaßen rankommen. So. Ein bisschen einschlagen hier, nicht zu viel. Immer schön sachte mit Drehschemel. Ah, komm. Kommen Sie ran. Gucken Sie raus. Ich glaube, das sollte sogar schon ausreichen. Ne? Motor am besten laufen lassen, weil wenn ihr nämlich den Motor ausschaltet, funktioniert die Pumpe nicht. Mit dem Schlauch hier. So. Packen wir das hier mal dran. Machen wir erstmal hier am Fahrzeug dran. Oh, da müssen wir noch einiges zurückfahren. Bin ich noch ein bisschen weit weg von dem Anschluss da vorne. Ich bin auch ein bisschen blöd dran gefahren, wenn ich ehrlich bin. Ziehen wir das Ding nochmal ein bisschen vor. Und dann wieder habt ihr ein bisschen was zu lachen, wenn ich mit Drehschemel hier rumeier. Es wird wieder nichts. Ach, ich hasse Drehschemel. Ich weiß nicht, wie häufig ich das schon gesagt habe, aber viele schreiben auch immer, ach, Drehschemel, total einfach und so. Die haben da wahrscheinlich die Mod drauf. Oder die Achse sperrt. Es ist auch eigentlich nicht schwer. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man das in Real Life macht oder eben halt hier im Spiel, ne? Fehlt natürlich die ganze Haptik und das Ganze drumherum. Ja, der Schlauch ist noch ein bisschen zu kurz. Da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückfahren. Ja, wir haben keinen Platz mehr für Ferkel. Da müssen wir auch mal vorbeischauen. Ach, wir haben von allen zu wenig, ne? Ihr kennt's. So. Also, Schlauch da anbringen. Schlauch hier anbringen. Ne? Was auch eine Frage der letzten Kommentare war, die unter dem Video standen. Manchmal ist das ein bisschen tricky. So, muss man ein bisschen rumdeichseln. Dann hier mit der rechten Maustaste den Hahn aufdrehen. Pumprichtung mit Y auf Befüllen ändern. Dann, wenn ihr hier drin seid, bei laufendem Motor R drücken und dann füllt er jetzt hier das Wasser auf. So, wir laufen nochmal fix hier zu dem Kramer und werden jetzt hier noch ein bisschen die Tiere versorgen. So, das heißt, wir brauchen hier nicht die Schaufel, die habe ich schon genutzt, um die Kuhstall auszumisten, sondern wir brauchen jetzt den Ballenspieß. Sehr schön, sehr schön. Wo ist er denn? Der liegt da. Hier vorne ganz rechts. Bremsen wir mal ein bisschen. Und werden jetzt hier uns noch weitere Ballen holen. Den werden wir dann rüberfahren. Und dann die Tiere noch ein bisschen zu versorgen. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Hier mit einer weiteren Folge von der Hof Bergmann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer gerne ein Däumchen da lassen, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.